Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen Laberstunde. Vielleicht mal andere Musik hier. Unser nicht Podcast. Wie, nee. Unserem Vodcast eigentlich. Also, weißt du, oh, ich muss die Axolotl dann gleich füttern. Okay. Ich hab grad deinen Wecker Ja, ich weiß, ich habe einen Wecker gestellt, aber sonst vergesse ich, dass die Axolotl haben noch Hunger. Die muss ich noch füttern. Okay, Leute. Mitfliegen tatsächlich. Stimmt, ich klatsche die gleich noch. Dann haben die noch ein bisschen mehr. Ich habe zwar schon eine Sammlung, aber da müssen wir her. Die sind gierig, Alter, die sind gierig. Er hat eine Sammlung an Fliegen. An toten Fliegen, das ist das Beste, vielleicht was. ja, heute, wir haben uns gedacht, die nächsten 2-3 Folgen, wir wissen nicht, wie viele Folgen, das ist komplett gelogen. Aber auf jeden Fall die nächsten paar Folgen, die, da haben wir gesagt, zu lahmen wir ein bisschen, weil wir kennen ja hier unser Projekt, wir wollen ja hier ein bisschen runter, aber oh Gott, da ist ein Zombie, wieso noch ein Zombie ist hier? Alter, der hat aber krasse Brustmuskeln, ne? Egal, auf jeden Fall, wir bauen ja hier so ein bisschen runter, wir flachen das Ganze ab. Warum genau, weiß ich eigentlich auch nicht, aber machen wir halt einfach, ach ja, genau, dass wir alle Ärzte finden. Und wir haben uns jetzt gedacht, wir labern einfach ein bisschen. Wir labern einfach. Und das wird jetzt halt wahrscheinlich mehr uncut. Ja, also ist alles andere ist auch schon uncut, aber egal. auf jeden Fall, wir labern einfach. Deswegen hört ihr vielleicht auch schon andere Musik, vielleicht ein bisschen mehr Jazz, was gemütlich. Keine Ahnung, ihr werdet es ja hören. Ja, Red. Wie geht es dir denn heute so? Wir haben schon 20 Folgen oder so aufgenommen, aber ich frage dich trotzdem nochmal. Ja, an sich ging es ja eigentlich ganz entspannt, außer dass halt mein Rücken absolut wehtut, aber naja. Stimmt. Ansonsten geht es eigentlich ganz gut, könnte halt immer besser sein, ne? Aber... Ja, klar. Ja. Ich muss gerade fragen, vielleicht muss ich das auch rausschneiden. Hast du das schon gesagt, von wegen du willst umziehen? Ist das... Haben wir das nicht in der Folge gesagt? Ja, eben, das haben wir doch gerade in der Folge gesprochen. Aber, da kannst du nein, habe ich vorher noch nicht. Aber sagen wir es so. Bei mir ist aktuell, meine Freundin zieht zu mir. Das heißt, weil meine Freundin hier eine Ausbildungsstelle hat. Meine Freundin zieht zu mir, weil sie jetzt die Schule fertig macht. Was arbeitet sie? Wenn ich fragen darf. Sie macht eine Ausbildung zuerst zum Verkäufer, zur Verkäuferin. Mhm. Und danach macht sie noch ein Jahr länger zur Einzelhandelskauffrau. Wenn ich das nächste Mal King of Retail spiele, mache ich einfach eine Mitarbeiterin und die nenne ich einfach Reds Freundin. Ja. Stimmt, King of Retail wollte ich auch mal irgendwann weiterspielen, mein Puma-Simulator. Es wäre so geil, drei Folgen gemacht und danach Multiplayer gäbe. Dann könnten wir das zusammen spielen. Das wäre schon cool, ja. Ja. Genau, also, und deswegen zieht sie halt zu mir und dadurch, dass ich aktuell noch bei meinen Eltern wohne, ja okay, ich bin 15, aber ich wollte gerade sagen, mit 15 ist nicht so normal auszuziehen. Ich werde wahrscheinlich ausziehen dann dieses Jahr noch und dann mit ihr zusammen in der Wohnung, weil in Dresden, wo ich lebe, sind die Mietpreise echt hoch und ja. Das cool, die verdienen hat dann halt beide, auch, oder? Dann ist es ja... Ja, aber trotzdem verdienst du ja in der Ausbildung noch nicht... Trotzdem, also viel. Bei uns in der Schweiz sagt man ja immer, man redet nicht über Geld, aber ich würde trotzdem wundern nehmen, wie viel kostet denn ungefähr so eine Zweizimmerwohnung bei euch? Es ist unterschiedlich. Es kommt auch immer drauf an, in welchem Viertel du bist. Ich will in die Neustadt, äußere Neustadt, Neustadt irgendwie. Weil du ein besseres Internet hast. ich habe eine richtig geile Wohnung gesehen letztens. Die war 2 Etagen. Das war eine 43 Quadratmeter, 2 Etagen allerdings, das heißt quasi, du kamst rein, hattest einen Wohnbereich, hattest eine große Küche für eine Zweizimmerwohnung, ein schickes Bad und dann hattest du aber eine Wendeltreppe nach oben und oben war nochmal ein Raum, das war das Schlafzimmer und das sah sehr schick aus, muss ich sagen, aber die Wohnung ist leider weg. Schon, ne? Ja, die habe ich gekauft. Da war ich zu langsam. Spaß. Und die war bei dem Preis von der Miete. Ich habe gesagt, ich würde sagen, für 2 Leute, wenn man es aufteilen kann, maximal 550 bis 600 Euro. Okay, das ist ja relativ gleich. Das heißt, da kommt ja noch Strom drauf. Ach so, das ist bei euch nicht inbegriffen dann. Warmmiete heißt die an sich Miete für die Wohnung und Heizkosten. Ja, genau, und ja. Wasserkosten. Stimmt, das zahlen wir zwar auch separat. Ja, egal, scheiß drauf. Ja, ich habe tatsächlich auch schon mehrmals jetzt die Gedanken gemacht, aber einfach auszuziehen wäre halt schon geil. Aber das Ding ist, alleine hätte ich halt sowieso viel zu wenig Geld dafür. Außer YouTube läuft in kürzester Zeit perfekt. Aber davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus. Das Ding ist halt eben, wenn ich, glaube ich, eine Freundin hätte, ich wüsste halt nicht, klar, sie müsste damit auch einverstanden sein, aber ich hätte voll Bock,
Einfach auch, weil ich habe halt immer gefühlt eine Viertelstunde, damit ich überhaupt bei der Arbeit bin, eine Stunde, bis ich in der Schule bin. Und das fuckt halt schon ein bisschen ab, da ein bisschen mehr into the city zu ziehen und nicht so hier auf dem Land. Also ich liebe das Land, oh mein Gott, eigentlich will ich nicht weg, aber zum Arbeiten ist es halt scheiße. Deswegen, ja. Deswegen ist es halt eigentlich schon ganz geil. Und ich habe halt auch zwei, drei Kumpels, davon ist einer auch mein Mod. Und das Ding ist halt, wir haben uns schon auch öfter überlegt, halt dann zusammen in eine WG zu ziehen, was natürlich auch geldmäßig super sparsam ist und auch super geil. Ja. Aber ja, genau. Aber das Ding ist, wir bräuchten dann halt. Ich habe für einen Wackler gehabt. Ja, ich hatte auch kurz überlegt. Ja. Auf jeden Fall, naja, es ist halt einfach, wir bräuchten dann eine Vierzimmerwohnung, wenn jeder ein eigenes Zimmer haben möchte und halt ein Wohnzimmer logischerweise. Willst du das jetzt hier unten dran aushöhlen? Also scheinbar ja. Ja. Okay, perfekt. Ja. Oder willst du nicht machen und wir ziehen das einfach als Klotz? Nee, macht keinen Sinn, weil da unten sind ja dann Treppen und so. Dann kann man runter. Das sind ja Erze. Und Erze, ja. Und ich bin runtergefallen. Alter, bin ich gerade erschrocken. Holy shit, Alter. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja, das habe ich mir halt auch schon ein paar Mal überlegt. Es wäre eigentlich ganz geil, aber wie gesagt, ich warte damit mal noch ein bisschen. Wer weiß, vielleicht sage ich morgen plötzlich schwanger und bin ausgezogen. Spaß. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich sowieso, ich habe mir letztes Mal überlegt, ja, ich habe so keinen Plan von meiner Zukunft. Ich bin einfach so, ich existiere so. Das ist so das, was ich kann. Ja. Schön, dass du da einen konkreteren Plan hast, Alter. Ich kann nicht reden, aber willst du da nicht auch ein eigenes Zimmer haben für so YouTube oder allgemein Bürokram und so? Ja, das kommt dann, wenn ich meine Ausbildung mache und damit ein festes Einkommen habe. Aktuell gehe ich noch zur Schule und habe jetzt hast du das jetzt einfach mit deinem Ersparten, die Miete dann? Aktuell, ja, klar. Ja, und stimmt, ich habe meine Eltern haben mir gesagt, sie würden mir halt mein Kindergeld zahlen. War ihre. Und ja. Ach so, nee. Alles gut. ja, genau, also und ja. Cool. Aber sagen wir es so, wenn ich dann Ausbildung mache und umziehen sollte wieder in eine größere Wohnung, dann auf jeden Fall möchte ich einen kleinen Raum haben, wo ich halt mein PC reinkloppen kann. Weil es einfach super chillig ist und ich eigentlich nicht gerne in einem Raum, wo ich halt penne, also mein Schlafzimmer, dann mein sowieso. PC habe. Das Ding ist sowieso, ich merke das, ich bekomme immer wie mehr Unterlagen halt, gerade auch, weil ich nächstes Jahr dann auch Steuern zahlen muss, dann bekommst du ja so viel Kram und dann ist es einfach praktisch, wenn du einfach einen Ort hast, wo das Ganze ist, so ganzes Chaos, YouTube, also halt sowieso alles Rechnungen und alles mögliche, das ist alles in einem Raum, wenn du am Abend fertig bist, kannst du den abschließen sozusagen und dann ist das weg. Weil im Moment ist ja das alles, also du schläfst ja auch in deinem Zimmer, wo du jetzt aufnimmst und so, ne? Ja, hast ja wahrscheinlich nicht mehrere Zimmer. Also. Ja. Doch, ich lebe in einem Schloss. Okay, Digga. Ja, da ist halt alles auch so ein bisschen an dich gebunden. Und dann lässt es dich manchmal nicht so los. Gut, ich habe da jetzt nicht so ein Problem. Was ist eigentlich für ein Bruchsteinkonstrukt, den wir hier gerade abbauen? Keine Ahnung, Alter. Muss ja irgendwie wollen hier die unterste Ding auch mit Bruchstein machen, damit das hier alles einheitlich aussieht? Nicht so, dass hier mal Netherrack ist, Obsidian, Holz. Ja, das ist ja, das ist der Boden. Ja. Ja, eben, das wollen wir da runter nochmal. Wenn ich jetzt hier ein Loch reinmache, sieht man das Zeug. Aber wollen wir jetzt hier darunter einfach nochmal so eine Schicht machen? Okay, können wir machen. Weil das sieht dann ein bisschen clean aus einfach. Genau, okay, dann hätten wir darüber jetzt auch geredet. Kann ich das von meiner Liste abhaken? Nein, Spaß. Nee, aber. Okay. Mit Red über Wohnung sprechen. Toll. Ja. Nee, also ich bin sowieso mega gespannt auf unsere Zukunft, muss ich sagen. Ich bin schon wieder runtergefallen. Das nervt mich. Ich baue das Loch gleich zu. Dann sprichst du nächstes Mal von oben rein und verreckst. Ja. Geil. Ja, was habt ihr so zu erzählen, Leute? Okay, echt spannend, Alter. Nee, ja. Digga, ich kenne keine Ahnung. Gibt's noch irgendwas, worüber du reden möchtest?
Mir fällt gerade so nichts ein. Wir haben gesagt, ja, wir können auch locker da ein bisschen reden und so. Haben wir das gesagt? Ich weiß gar nicht. Wisst ihr, Leute, wenn die Zuschauer das gerade sehen, schreibt einfach eure Fragen an uns oder irgendwelche Themen, worüber wir reden sollen, in die Kommentare oder mir auf Instagram. Ja, aber wir nehmen ja die nächste Folge gleich auf, das sehen wir das ja nicht. Stimmt. Aber egal, mach das trotzdem, weil wir wissen ja nicht, wie lange das anhält. Außerdem, wenn du überlegst mal, wie viele Folgen haben wir jetzt schon aufgenommen? Ja, also genug. Ich würde über eine Woche auskommen jetzt, glaube ich. Das muss ich erstmal nachzählen dann. Ja, das stimmt. Jedenfalls, ja. Wir können ja vielleicht dann noch was anderes tun, ein anderes Game, das ja auch noch wieder ein paar andere Sachen aufnehmen, wie zum Beispiel letztens Grin. Stimmt, das war ganz witzig. War ganz cool. Ich meine, ich würde jetzt nicht das nochmal aufnehmen, sondern irgendwas anderes, aber... Ja so, ja klar, ja. Weißt du, was man machen könnte schon spontan eine Runde? Was? Saß? Weil ich habe schon irgendwie Bock auf den Multiplayer. Ich wollte gerade sagen, eine Weiterentwicklung vom Kochduell. Nochmal eine neue Runde. Aber weißt du, wir können spontan... Wieso rennt der Zombie? Keine Ahnung. Hält hier alles von oben runter, ich höre das doch. Da unten sind wieder Monster in der Höhle. Mike, ich hasse dich. Hä? Ich habe nichts gemacht? Du hast mich doch da runtergeschlagen. Nee, nicht dein Zombie. Ernst! Oh. Es ist da unten irgendwas explodiert auch noch. Das war ein Zombie. Ich habe es auf Aufnahme. Ich war ganz chillig am Abbauen. Du klopfst den und dann schmeißt er dich einfach runter. Was ein Ehrenmann. Ich bin eingebaut, aber ich habe kein Schwert und... Ich hab meinen starken Bogen, aber ich hab kein Essen und kann nicht regen. Mein Skelett, das Skelett hat mein Zeug an. Dein Skelett? Ja, Leute, dann hätten wir das auch geklärt. Mikey, ich brauch Fackeln hier unten, die spawnen hier alle wieder. Okay, jetzt komm ich halt helfen. Der kommt hier hinten hoch. Drüben ist Wasser, kann ich da drin landen? Okay, den kann ich nicht. Mikey, da hinten ist ein Creeper, pass auf. Da liegt meine Rüstung noch. Oh ja, oh shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin erschossen worden. Oh mein Gott. Aber ich hatte ein Herz, aber ich bin in die Ecke gerannt. Nein, ich das Zeug... oh, ich hatte ein halbes Herz. Alter, was ist gerade los? Auch hä? Wieso spawnen die jetzt wieder überall? Hä, es sind überall wieder Monster. What the fuck? Ich bin eingebaut. Ne, bin ich nicht. Doch, bin ich. Alter, wie viele Monster sind hier? 20 Baby-Zombies und 50 Skelette. Ich bin eingebaut in Stein, aber hab keine Spitzhacke. Vor allem die Viecher haben alle meine Rüstung an, das ist richtig dumm. Oh mein Gott, das Skelett. Ach komm schon! Ich hab den Typen getötet. Getötet? Ich hab meine Rüstung wieder. Ich hab Essen! Wo ist denn jetzt? Alter, wieso sind hier so viele Monster jetzt? Alter. Ich habe meine volle Rüstung wieder. Oh mein Gott, hier ist einfach ein Loch. Ich bin hier unten drin, also hier ist keine Monster mehr bei mir unten. Ich hab Fledermaus, oh, fick dich jetzt. Und zwar ganz dringend. Oh ja, sagst du das. Ich habe meine Spitzhacke wieder, auch wichtig. Ich habe Kohle im Inventar. Digga, wie viele Zombies? Also es waren drei, aber... Was denn eigentlich? Ich bin da noch weiter unten, es ist hier immer noch alles voll. Wir da haben eine Erweiterung gemacht, Mike. Da ist. Stimmt, das ist krass, was das für Auswirkungen hat, ne? Oh Gott. Er hat ein Schild! What? Der kann blocken! Ja, meins! Meins ist das. Ich hab nämlich keins mehr. Ich hab fast eine volle Lederrüstung, ja? Wo ist mein Schwert hingeflogen? Das wüsste ich echt gerne. Oder ist das weg? Das wäre echt schade. Mein Inventar ist halt fast voll, ja? Mit irgendwelchem Zeug, aber ich regge jetzt kurz und danach. Alter, sterbt doch bitte einfach alle. Bitte. Ich habe euch nichts getan. Ich komm zu dir. Ja. Cool. Ach, da unten steht ein Creeper, ne? Direkt in der Ecke. Ich seh ihn. Boah, Alter, war das laut. Aber das Skelett schießt mich an. Digga, mein Essen ist weg. Ich hab all wie viel Zeug mit. Mein Inventar ist voll. Oh, ich hab gerade. Wieso ist hier die Treppe weg? Ja, weil da Gräber waren, diverse. Junge, ich höre so viele Monster, ich gehe erstmal kurz wieder hoch. Es ist zu wild. Hä? Wie krass, dass das nach einem Erfolg eskaliert, Alter. Ich leere kurz mein Inventar erstmal in die Chest, Junge. Ich habe auch die ganze Zeit den übel OP-Bogen dabei gehabt. Richtig schlau. Oh Gott, Alter. Da ist noch ein Enderman. Gut, der juckt nicht so hart, aber...
Was hast du denn alles? Ich jucke jetzt so die Monster gar nicht mehr, ich baue jetzt einmal weiter ab oben. Also meine Axt. Wir kommen doch eh und deine Monster noch vorbei, also. Nö. Okay, dann ist das schon mal drauf. Aber wir kommen doch eh nochmal an den Monstern vorbei, deswegen können wir doch auch oben erst natürlich weiter abbauen. Ja, das stimmt schon. Dann grab ich mir hier noch ein bisschen neues Chickenfleisch. Haben wir genug. So. Dann kann ich jetzt erstmal alle Steine und so in die Kiste, ey, schon sonst. Unsere Gesteinskisten sind voll, wir müssen das ein bisschen erweitern hier. Hier steht ein Krepper. Jetzt ist da, wo wir vor uns waren, auf dem Zeug gespawnt. Oh lol, das... Hast du mein Schild? Ja, du hast mein Schild. Ich habe ein Schild, ja. Ich weiß nicht, ob es deins oder meins war. Ja, es ist meins. Wieso weißt du das? Vielleicht ist es auch meins. Das ist fast Neues. Wieso siehst du das? Weil ich weiß, dass mein Schild noch fast neu war. Ja, moin. Cheater in meinen Augen. Okay, aber weißt du was? Wir könnten eigentlich diese Folge so langsam beenden. Jetzt hatten wir zum Schluss noch ein bisschen Hack-Mack. Dann könnt ihr bei der nächsten Folge bei Red vorbeischauen. Dann seht ihr, wie wir weiter abbauen. Wow. Wenn wir ein bisschen labern wieder und oh, ja, ich bin kaputt im Kopf. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und Abo da. Schaut in die Playlist, dann findet ihr alle Folgen und abonniert den Kanal. Digga, ich sag's jetzt immer wieder falsch. Also eigentlich richtig, aber ich verstehe das nicht. Auf jeden Fall, schaut auch bei Red vorbei. Da gibt's neue Folge. Und ja, ich glaube, das war alles, was man sagen muss. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Ciao. Ich habe dich aufgenommen. Spaß. Ja, Junge, den kannst du nicht nochmal bringen. Das hast du einmal gebracht.